Lange wurde spekuliert, jetzt lässt Michael Wendler, 46, die Liebesbombe platzen. Der Schlagersänger ist tatsächlich mit der 18-jährigen Laura Müller zusammen. Das teilte er nun öffentlich mit seinen Fans. Im Oktober letzten Jahres überraschte Michael Wendler mit der Nachricht, dass er sich nach 29 gemeinsamen Jahren von seiner Frau Claudia Norberg getrennt hat. Kurz darauf dann der nächste Hammer, der Schlagerstar ist bereits wieder vergeben und seine neue Freundin ist 28 Jahre jünger. Anfang Januar wurden die beiden beim Turteln in Wendlers Wahlheimat Florida gesichtet. Dort verbrachte er mit Laura ein paar gemeinsame Tage, bevor sie zurück nach Deutschland in die Schule musste. Mit seiner neuen Liebe zu der erst 18-jährigen Schülerin sorgte der Schlagerstar für Aufsehen. Aber so richtig wollte der Wendler bislang nicht mit der Sprache rausrücken, wie ernst es ihm mit der Schülerin ist. Zu Bild sagte er noch vor kurzem, es wissen ja nicht einmal wir beide, wie sich das alles weiterentwickelt, doch jetzt gibt's auf Instagram die ersten Liebesfotos. Überglücklich strahlen die beiden in die Kamera, der Sänger hält seine Liebste fest im Arm. Laura hat die Hand zärtlich an Michaels Wange gelegt, drückt ihm auf einem weiteren Schnappschuss einen Kuss aufs Gesicht. Dazu schreibt der 46-Jährige eine eindeutige Botschaft an die Kritiker, Liebe kennt keine Regeln und versieht den Spruch mit einem Herz-Emoji. Auch Laura postete Liebes-Selfies mit den Worten, ich liebe dich. Damit durfte wohl alles gesagt sein. Seine noch Ehefrau Claudia hadert mit der neuen Situation noch etwas und könne sich im Augenblick nicht vorstellen, Laura persönlich kennenzulernen. Dennoch kommt sie mit der Gesamtsituation relativ gut klar. So die 48-Jährige zu RTL. Was hältst du von der Beziehung von Michael und Laura? Stimme unten ab.